Hallo und willkommen zu einer Aufnahme vom Akras 3 LTDC-Projekt hier mit der lieben Blue Jenny. Hallo und hallo, meine lieben Freunde und mit dem lieben Sir Lehans. Hallöchen. Ja, also, letztes Mal haben wir hier ein bisschen weitergemacht. Die Jenny hat da hinten. Stimmt, das wollte ich mal kurz zeigen. Dass man das bei mir auch sieht. Die Jenny hat da hinten den Berg abgerissen und das stylische Holzfass in der Luft schweben lassen. Und das werde ich jetzt mal kurz wegreißen. Das ist reine Deko. Okay. Ja, du hast gerade geleckt. Das ist reine Deko, okay? Ja, und bei mir leckt das hier irgendwie ganz schön in dieser Ecke. Ich weiß nicht, hörst du mich nochmal? Ja. Weil gerade mein Ping echt im Arsch ist. Wollen wir nochmal kurz aufhören oder weitermachen? Nee, hält sich gerade bei 120, jetzt geht's runter. Jetzt ist unten. Okay, gut. Ja, auf jeden Fall, sie hat hier das Höllenportal halt schon vorbereitet. Da werden wir nächste oder übernächste Folge beigehen. Mhm. Und den Berg weggerissen. Ich werde danach mit Redstone eine Verkleidung, kann man sagen, und mit Pistons machen, damit wir halt immer, wenn wir da nicht sind, dass es halt verschlossen wird, weißt du? Damit da nichts rauskommt. Nein, reinkommt. Wirst du nicht machen. Wieso? Alle Drawbridges nehmen wirst. Was ist das? Das ist im Endeffekt ein Block, der, ich glaube, standardmäßig 16 und die Advanced Drawbridges 64 Blöcke in eine Richtung halt einen Block setzen kann. Was wirst du dann machen? Okay. Ja, das ist ja gar nicht von dir, dass du das jetzt Fall machst. Erzähl. Genau. Wir wollen hier ein wenig umbauen, da die Öfen fast dauerhaft voll sind. Das heißt, Jenny wird hier diese Maschinerie hier umsetzen. Und wohin? Hier hin. Das heißt, du musst unten einfach nur Stromkabel. Ist sogar schon da. Das heißt, es ist sogar einfach. Das heißt, du musst es nur umsetzen. Nur pass bitte auf, die Rezepte in dem richtigen wieder reintun. Die Reihenfolge ist egal, aber in dem richtigen wieder reintun. Ist es okay, wie ich es dahingestellt habe? Ja, so kannst du es machen. Wir müssen uns echt nochmal eine andere Möglichkeit überlegen, wo wir das Kabel langlegen. Passt es? Ich habe es einfach reingeklickt. Ist es so? Ja, das ist so richtig. Okay. So, und währenddessen werde ich die Festplatten mal eben fertig formatieren. Einmal Mob Essence Format. Dann brauchen wir einmal Lava Format. Dann brauchen wir einmal Blut. Darf das sich hier verbinden? Moment. Magma Crucible mit dem Ding. Moment. So. Und jetzt sollte theoretisch. Man merkt, dass du da gerade was arbeitest. Kommst du bitte her? Ja, wenn du mal eben einen kleinen Moment warten würdest, ja. Ich kann nicht warten. Merke. Ich bin eine Frau. Das weiß ich. So, ich wollte nur mal eben die Festplatten zum Ausleeren geben. Achso. So, warum habe ich jetzt nur 30 FPS, verdammte Scheiße? Das nervt gerade. Also. Hier, pass auf folgendes. Ich hab's ja von hier abgerissen und ich will's ja hier anbringen, hier. Was verbindet sich hier? Ist egal. So, ich stell mal währenddessen. Oder nee, machst du einfach. Ich reiß die Dinger hier einfach mal ab. Alter, ich hab nur noch 20 FPS gerade. Warum ruckelt das jetzt so immens? Also liegt nicht am Server. Brauchst du den ganzen Kabelsalat hier? Oh, kannst du mal ganz kurz herkommen? Mal einfach einsammeln. Jo, hopp. Kannst die Dinger einfach hier in dem rein? Geht nicht. Ist voll los. Natürlich. So. Oder warte, das wird knapp. Jetzt passt. So. Also. Was ist jetzt hier mit dem Kabel? Die brauche ich noch, theoretisch. Nein, ich meinte aber, muss das so weit hier lang gezogen werden? Nee, wir machen das. Anders. Kann ja auch andersrum sein, also hier rüber, dann hierher. Guck mal, wir machen den Strom von hinten, dann können oben die Interfaces. Also theoretisch könnten wir ab hier bis hier alles erstmal wegreißen. Scheiße. Pass auf, hier ist ein Loch. Ist darunter auch ein Loch, wo ich ins Void fallen kann? Wäre theoretisch darunter gewesen, das Loch, wo du vorher reingefallen bist. Ich bring dich um. So,
Das heißt, die Dinger hier funktionieren wieder. Und jetzt können wir hier mal ein bisschen was wegreißen. Hallo, ich komme hier nicht raus. Jetzt. Du kannst schon mal... Wie viel könnten hier hin? Hier könnten 6 Öfen hin. Das heißt, wir bräuchten noch 2 4 Redstone-Furnisse. Kannst du schon mal craften, wenn du willst. Ja, aber ich brauche schon mal das Rezept. Redstone-Furnace, hast du gesagt. Ja. Nein! Also das Craften meinte ich nicht unbedingt. Mann, keine Ahnung, wie das mal, wenn ich reinkomme. Hey, aber ich habe wenigstens das Richtige angeklickt, okay? Ein Maschinenframe, die automatisch hergestellt? Nee, musst du selber machen. Du musst im Prinzip alles selber machen. Von den Sachen haben wir noch nichts als Rezept. Wir haben einen Redstone-Furnace, haben wir noch da. Ja, dann brauchen wir nur noch 3 Stück. Okay, dann werde ich hier Redstone-Furnace anklicken. Ach, scheiße, der war noch nicht fertig. Hehehe. Aber klar. Das sind viele... Fragezeichen. Warum sind hier so viele Prozessoren? Also irgendwie, die Rezepte müssen wir auch noch mal besser anpassen, habe ich das Gefühl. Ja, die Rezepte passen auch noch mal an. So. Dann kann das alles hier schon mal weg. Jetzt habe ich Gold hingeschrieben. Wir haben kein Gold? Doch. Wir sollten irgendwas an die 5000 Stück haben oder so. Ich gebe Gold ein, aber da ist nichts drin, Schatzi. Doch, dann hast du irgendwie ein Leerzeichen oder so. Wir haben 20.000 Gold. Okay, ich hätte ein Leerzeichen drin. Woher ich das nur weiß. Bei mir das auch ständig passiert. So, das heißt, wir bräuchten... Nee. Also ganz ohne Kabel kommen wir hier leider nicht aus. Wir brauchen mindestens ein Kabel darüber. So. Dann brauche ich das, dann brauchen wir dieses Redstone-Ding-Dings da. 1, 2, 3. Wenn du schon mal dabei 1, 2, 3, bist, hab ich gesagt. Kannst du dann bitte auch ein paar Stone-Fassaden bauen? So. Warte. Oh, Alter, ruckelt das gerade. Haben wir Bricks? Weiß ich nicht. Also Stone-Bricks-Fassaden halt. Brauchen wir. Aber für den Furnace brauchen wir erstmal... Ach so, die Bricks. Das weiß ich nicht, ob wir die haben. Ja, haben wir. So, das heißt da drüber... wo ist das Interface? Ist zum Teil aufgesammelt? Also für die, die jetzt denken, dass ich irgendwie wie so ein besoffenes Etwas durch die Gegend laufe, es liegt einfach daran, dass es bei mir gerade abnormal leckt. Bist du besoffen, eindeutig. Ja, das bin ich immer, ich weiß. Vom Montag bis Sonntag. Ja. Ach, Kopper brauchst du. Ein Kopper. Das heißt, ich brauche noch 4 Importbusse. 3 Importbusse. So, hab ich. Hier. Und was für Fassaden hast du? Brauchst du noch? Ja, Stonebricks-Fassaden. Wo ist das Wand? Das was? Schwert, eigentlich nicht. So, meinst du? So, danke. Wo ist die? Im ME-System. So.
Wie viele Fassaden brauchst du denn? Oh, Hilfe. 7. Ich hab 8. Also diese ganz kleinen Teile. Ganz dünnen. Cover, was sind das? Entschuldigung. Ja. Draußen, von draußen anbringen, nehme ich an, oder? Genau. Alter, leckt das gerade. Ich muss gleich nochmal PC neu starten, also irgendwas stimmt da echt nicht. Na toll, jetzt habe ich einmal mich verbaut. Warum kann ich hier keinen Roundrobin machen? So. Hab gemacht. Kannst du denn mal ganz kurz hier den Boden, die erste Reihe da auslegen? Mit was? Mit Brettern, also ganz normalen Planks. Okay. Ja. Ach, verdammt. Alter, das geht mir gerade auf den Nerven. Ja, nur bei dir leckt es. Ach, das liegt ja auch an meinem schönen PC. Schönen Rechner. Du, ich habe noch eine Kiste von irgendwoher. Brauchst du noch eine? Nee. So, ich finde, so sieht es schöner aus mit dem Kabel, oder? Ja. Hey, warum kann ich keinen Roundrobin machen? Ah, nein! Jetzt. Was? Hol dir doch einfach den aus dem Dings raus. Ah, ich will das nicht. So, bitte alles rausziehen. Ha, das bin ich gut. Aber... Okay, ich habe jetzt, glaube ich, einmal kurz zwischendurch schwarzes Bild drin. Cool. Das heißt, ich muss irgendwie gucken, dass ich da die Dings finde, weil ich aus den Alt gedrückt habe. Alt F4? Beziehungsweise Windows-Taste, glaube ich. So, nehmen wir einfach 16 Stück gleichzeitig. Alles rauspumpen. Hast du die auch richtig eingestellt? Mhm. Ne, oben Input, unten Output. Input war was? Ah, oder? Blau. Blau und Orange. Genau. So. Blau. Und wenn wir ihm jetzt die Rezepte wiedergeben, sollte es wieder funktionieren. Dass die Prozessoren vernünftig arbeiten lassen können. Wir haben noch 620 Stück. So, Problem ist nur, ich glaube, ich kriege das. Nein, pass ich nicht rein. Verdammt. Bum, bum. Bräuchte irgendwas von noch? So, dann bitte mal 640 Prozessoren herstellen. Soll ich den EME-Kabel durch wieder reinschmeißen ins ME-System? Genau. So, das heißt. Ja, die sollten jetzt stückweise alle was bekommen. Ach, wir haben noch Rüstung. Ich die mal an. Mach das. So, das heißt, wir haben jetzt das Ding umgebaut. Dementsprechend können wir jetzt weitermachen mit unserem Versuch, Dings herzustellen. Das heißt, ich brauche vier davon. Wie ist das Zeug? Pyrotium, ups. So, wir sind bei 14 Minuten. Jupp, beginnen. Sagen wir jetzt nicht, wir haben kein Sulfur. Da haben wir noch Kohle drinnen. Wir haben kein Sulfur. Mal im Eis. Oh, da kann ich wieder was nachlegen. So, dann Sojabienen. Sojabienen. So, ein Sulfur muss da jetzt einfach bei rumkommen. Läuft. Ich hab keinen Bock so viel. Also es funktioniert theoretisch, das Problem ist halt nur, dass wir kein Sulfur kriegen. Das bei mir hier oben läuft in der Küche. Hallo? Hi. Ach, verdammt, ich hab schon wieder falsch gemacht. Oh,
Warum kriegen wir jetzt keinen blöden Sulfur? ja, ich weiß warum. Eventuell sollten wir den Import auch ermöglichen. Hier ist in Minecraft genauso ein Scheißwetter wie bei uns. Bei dir, wenn dann nur. Dann bei mir. So. Alter, wir haben fast 2000 Prozessoren. Was zum? Was? Ja, steht hier. Du bist gleich zweimal schlafen gegangen. Nein, eigentlich nicht, aber trotzdem. Kannst du mir mal bitte ein ME-Kabel, zwei Redstone Energy Converts und einen einfachen Importbus geben? Ein ME-Kabel? Dann was brauchst du noch? Ein Importbus, einen einfachen. Und zwei Redstone Energy Conduits. Hä, bin ich jetzt blöd? Da ist es. Ich einen. Komm hoch. Hab ich. Es dauert ein bisschen, bis er das gecraftet hat. Hab ich. Hat. So. Danke. Import-Bus, kein Storage-Bus. Ach Mann! Mach selber. Sag zumindest das Danke, dass ich 2 von 3 richtig hatte. Genau genommen brauchte ich auch 2 Redstone Energy Conduits. Ah! Dann hatte ich 2 von 4 richtig. Die Hälfte ist doch guter Durchschnitt. Genau genommen hatte ich dir 3 Aufträge gegeben, wovon du einen nur richtig hattest. Aua! So, jetzt darfst du es da oben mit Covern zumachen. Machst du es selber, unten stört's mich nicht. Oben rede ich von. So. Eine Sache noch und wir können Enderium herstellen. Pyrotium Dust. Enderium Blends. Brauchen hier oben eigentlich auch nochmal so ein Pattern-Ding. Nein, eine Matrix brauchen wir. So. Und du wolltest nochmal ein bisschen mehr reden, habe ich gehört. So, mache ich doch gerade, siehst du es nicht? Also ich habe jetzt da unten nochmal was. So, passt. Pass auf, Loch. Wo? Habe ich direkt wieder zugemacht. Wenn er mich nie wieder reinschlägt, sterbe ich nicht so schnell. Hätte ich jetzt auch behauptet. Du hast mich reingeschlagen, das können alle in der Aufnahme sehen. Und sogar hören. Na und? Ach Mann, ich beiß dich gleich. Tust du eh nicht. Ach Mann, ich bin jetzt reingefallen. Da kann ich jetzt aber nichts für. Alter, das ist langsam. Ah, das sind die beiden Enderium. Gibt 2 Enderium. So. Hast du schon mal das mit den Rezepten gemacht? Oder hast du es schon wieder vergessen, wie das funktioniert? Mit was? Ja, mit den Interfacen. Du hast es mir mal gezeigt? Ich hab's paar Mal schon erklärt gehabt, ja. Kurzfassung, in den Interfacen packt man einfach ein Rezept rein. Das heißt, meinetwegen jetzt, wenn du jetzt mal auf das Enderium Ingot gehst, siehst du, crafte 2 Enderium Ingots mit 2 Pyrotium Dust und 4 Enderium Blends. Und dann packt er das halt in den nächstliegenden Inventar rein. Ich glaube, die Dinger, die kann man auch umschalten irgendwie genau. Halt, welche Richtung er nimmt. Ansonsten nimmt er halt die alle Richtungen. Okay, können wir, so. Polerin? Wie, schon wieder zu Ende die Folge? Damit wir es mal pünktlich machen. So, wie viele Minuten haben wir denn jetzt? Genau 19 Minuten 30. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt, auch wenn es bei mir irgendwie eine Leck-Partie heute ist. Das sieht hier ja geil aus. Mhm. Connected Textures. Ja. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das sieht einfach cool aus, deswegen habe ich es gemacht. Das
sieht irgendwie strange aus. Naja, egal. Auf jeden Fall, dann guckt bei Jenny vorbei, guckt bei mir vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Cheerio.